Gut, also voll schön, dass ihr alle da seid. Ich werde jetzt eine ganze Weile sprechen zum Thema Pornosucht und Sexological Bodywork. Ich werde so eine ganze Stunde tatsächlich sprechen, ein bisschen länger. Ihr könnt mal für euch schauen, was ihr braucht, damit es euch damit gut geht. Ihr könnt es euch gemütlich machen. Wenn ihr zwischendurch irgendwas nicht mitbekommt, ist auch nicht so schlimm, es wird die Aufnahme geben. Ich bin einfach jemand, ich kürze sehr ungern Inhalte. Ich habe schon Sachen gekürzt und es tut mir immer total weh, was rauszukürzen. Genau. Ja. Ich werde meinen Vortrag so in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist Pornografie aus Sicht der Suchtforschung. Das ist mehr so ein aufklärerischer Teil mit der Frage, was macht Pornografie mit unserem Gehirn? Und der zweite Teil ist Pornosucht und Sexological Bodywork. Da geht es so dann so darum, wie Sexological Bodywork, dieser Berufszweig, wie der Menschen mit dem Thema Pornosucht unterstützen kann. Und auch, warum vielleicht gerade Sexological Bodywork eine ganz, ganz tolle Methode dafür ist. Genau. Bevor ich starte, möchte ich so den Begriff Pornografie für diesen Vortrag hier noch so ein bisschen. Noch so ein bisschen genauer definieren. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen von Pornografie. Es gibt Zeitschriften, Zeichnungen, Videos. Es gibt heutzutage feministische Pornografie, die ein bisschen körperpositiver ausgerichtet ist. Und wovon ich hier in meinem Vortrag sprechen möchte, ist vor allem Mainstream-Pornografie. Und ich definiere das auch ganz schwammig über das, was wir auf den Tube-Seiten finden. Also so Seiten wie Pornhub oder X-Hamster, die so aufgebaut sind wie YouTube, so Streaming-Seiten und auf denen eben vor allem pornografisches Material zu finden ist. Die Seiten haben eine sehr, sehr große männliche Nutzerinnenschaft, aber auf keinen Fall exklusiv. Also es gibt Menschen jeglichen Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung, die diese Seiten nutzen. Genau. Wenn ich jetzt einsteige, was ich euch erzähle, kommt ganz, ganz viel von Gary Wilson. Ich möchte euch kurz was zu Gary Wilson erzählen. Wilson ist ein US-amerikanischer Lehrer für Anatomie und Pathologie. Er hat eine Frau, die in den 2000er Jahren so ein Internetforum betrieben hat zum Thema Neurobiologie von Sex und Paarbindung. Und damals hat es in diesem Forum angefangen, dass da ganz, ganz viele Männer aufgetaucht sind und geschrieben haben, dass Pornografie ihre Beziehung ruiniert. Und sich an dieses Forum gewandt hatten mit der Hoffnung, da es ein wissenschaftliches Forum ist, da ja, Infos zu erhalten, die vielleicht einfach auch frei sind von religiösen Dogmen oder. Und das war für Wilson so der Anfang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wilson hat seitdem, bis er vor, ich glaube, am 20. Mai tatsächlich erst gestorben ist, also vor sehr, sehr kurzer Zeit, hat Wilson sich mit dem Thema Sucht und mit dem Thema Pornografie beschäftigt. Und was er im Wesentlichen getan hat, ist eine riesige Sammlung von Studien zu sammeln, die dann unter dem Namen Your Brain on Porn läuft. Das ist eine Internetseite, das ist auch ein Buch, das es dazu gibt. Wo einfach eine ganze Menge Studien gesammelt sind, wie steht Pornografie vielleicht in Beziehung zu sexuellen Schwierigkeiten, Herausforderungen, wie steht Pornografie in Beziehung zu zwischenmenschlichen Beziehungen und auch vielleicht zu kognitiven Fähigkeiten. Wenn wir über Your Brain on Porn sprechen, dann müssen wir auch über NoFap sprechen. NoFap ist eine Internet-Community auf Reddit, wo hier mittlerweile ziemlich, ziemlich viele Mitglieder, ich habe es hier markiert, 822.000 Mitglieder weltweit, sich austauschen über ihre Erfahrungen mit dem Thema Pornografie, über ihr eigenes Erleben damit, und ganz speziell auch, wo sich Menschen unterstützen, gegenseitig in einem Entzug zu sein von Pornografie, von der Pornosucht. Genau, also Your Brain on Porn ist so eine Sammlung von Studien und NoFap ist so quasi ein Community-Experiment. Und die beiden beziehen sich sehr viel aufeinander.
Genau, und über die beiden werde ich auch viel sprechen. Weil Sexualität und weil Pornografie beides was sehr Politisches sind und oft auch irgendwie in politischen Interessen benutzt wird, möchte ich auch da kurz so ein bisschen auf Wilsons Background eingehen. Also Wilson bezeichnet sich selbst als agnostisch, also nicht religiös, und als politisch liberal, also nicht gerade konservativ. Und die Einnahmen, die er über das Buch macht, zum Beispiel Why Bob is Your Brain on Porn, die Einnahmen werden gespendet. Und ich kaufe ihm das soweit ab, aber wenn ich so auf den Plattformen unterwegs bin, es kommt doch so eine kleine Haltung raus es kommt ein Bild raus, was denn eine normale und eine gesunde Sexualität sei. Also ich habe hier so ein Zitat von Wilson, ich übersetze es mal, da schreibt er: Ich dachte immer, dass zweidimensionale Bilder von Frauen ein armseliger Ersatz sind für Frauen, die ja tatsächlich dreidimensional sind. Und er meint das als Witz, aber hier steckt einfach auch so ein Bild drin. So ein Bild von was ist wie lebt sich eine gesunde oder normale Sexualität. Und es wird ein bisschen verständlich, wenn wir gleich schauen, was Wilson alles geforscht hat, zusammengestellt hat. Aber ich lade einfach Menschen ein, wenn sie sich mit den Plattformen auseinandersetzen, da einfach achtsam zu sein und zu schauen, wo wird vielleicht ein neues normatives Bild erzeugt, wie eine Sexualität sein sollte. Genau. Damit will ich dann endlich losstarten. Wenn wir über Sucht sprechen, es soll um Pornosucht gehen, wenn wir über Sucht sprechen, dann müssen wir auch über Dopamin sprechen. Dopamin ist ein Neurotransmitter in unserem Gehirn und Dopamin steuert unseren Antrieb und unser Verlangen. Also Dopamin ist der Stoff, der uns sagt, go for it, mach das, das ist eine gute Idee. Und Dopamin wird so ausgeschüttet, wenn es um Belohnungen geht, also wenn wir Belohnungen in Aussicht haben. Wenn es zum Beispiel um Essen geht, Sex, Fortpflanzung, Freundschaft, Liebe, das sind alles so natürliche Belohnungen. Wenn wir die in Aussicht haben, dann aktiviert unser Gehirn das Dopamin, damit wir in Bewegung kommen. Genau, soweit so gut. Und wenn wir uns jetzt mal fragen, so was macht Pornografie mit unserem Belohnungssystem? Pornografie ist erstmal Sex oder eine Simulation von Sex und Fortpflanzung. Und damit könnten wir eigentlich ja sagen, tolle Sache, ein schönes menschliches Kulturgut. Wir haben was geschaffen, womit wir uns belohnen können, was uns auch Spaß macht vielleicht. Und worüber ich jetzt sprechen möchte, sind so ganz viele Aspekte, die ich euch vorstellen möchte, warum gerade so die Internetpornografie auf so Streaming-Seiten, warum gerade die diese Belohnung aber auf so eine sehr, sehr übersteuerte Art und Weise anbieten. Und da eben der Frage folgen, was macht das mit unserem Belohnungssystem? Womit ich da anfangen möchte, ist erstmal so, das nochmal rauszustellen, Dopamin ist nicht Genuss. Also Dopamin sagt uns, tu das, mach das und sagt uns nicht, ah, das ist gut. Wir können auch sagen, Dopamin ist mehr so Gier, Verlangen, Wollen und weniger Lust oder Genuss mögen. Ich kenne das Dopamingefühl ganz gut, wenn es so um so eine Tüte Chips geht, wo wir so ganz schön viele schöne Belohnungen haben, nämlich Salz, Zucker und Fett. Und manchmal esse ich da auch mehr, als ich eigentlich Hunger habe, als ich eigentlich auch Bock habe. Manchmal schmecke ich auch nicht so genau, ob ich das gerade so lecker finde, sondern es ist so ein Gier, ich will da weiter essen. Und das ist eigentlich im Wesentlichen Dopamin. Dopamin ist auch so ein Suchen, also ein Stoff, der uns evolutionär angetrieben hat, auf die Suche zu gehen, nach Belohnungen, also auf die Suche zu gehen, unsere natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn wir da mal schauen, wie sich das so in Internetpornografie einreiht, wie sich das so zusammenfügt, wenn wir auf NoFap lesen, jetzt geht die Folie weiter. Wenn wir auf NoFap lesen, dann gibt es da ganz, ganz viele Menschen, die so von so einen bestimmten Verhaltensmuster schreiben, und zwar, dass sie, wenn sie Pornos konsumieren, schreiben viele Menschen, dass das so längere Sessions sind, dass das ein bisschen länger geht. Es kann mal eine Stunde gehen, für manche Menschen auch 2, 3 Stunden.
Und dass da vor allem das Suchen nach den Clips, nach den Videos, die ich jetzt schauen möchte, in dieser großen Fülle auf den Streaming-Plattformen, dass das so ein ganz wesentlicher Bestandteil ist von dieser Porno-Erfahrung. Also, dass Menschen gar nicht so sehr so ein Video wirklich von vorne bis Ende durchschauen, sondern sich einzelne Szenen raussuchen, an einzelne Stellen klicken, die sie jetzt gerade spannend finden. Da gibt es auch das Edging. Also Edging könnte man auf Deutsch so übersetzen, an der Schwelle bleiben. Und das bezeichnet so, dass man nicht zum Orgasmus kommt, sondern sich so an dieser Schwelle hält, kurz vorm Orgasmus. Und dann oft diese Erfahrung, dass Menschen dann eben suchen nach der richtigen Szene, um über die Schwelle zu treten. Und was da so insgesamt passiert, also ich glaube, irgendwie philosophisch könnten wir uns schon fragen, so wie ist das eigentlich, wenn wir vor allem im Wollen sind, wenn wir weniger in unserem Genuss sind? Und so biologisch, neurobiologisch können wir erstmal feststellen, wenn es so lange geht und dieses Suchen so ein antreibender Faktor auch ist, dann ist das so eine ziemlich lange Zeit, wo der Dopaminspiegel auf so einem sehr hohen Level ist. Genau. Der zweite Aspekt, den ich euch vorstellen möchte, ist Novelty. Das können wir auf Deutsch so als Neuartiges übersetzen. Da gibt es den sogenannten Coolidge-Effekt. Und der beschreibt im Wesentlichen, dass Menschen oder eigentlich alle Säugetiere sich eine Tendenz haben, sich mehr und mehr zu langweilen, wenn sie immer wieder mit demselben Partner, derselben Partnerin Sex haben. Es gibt zum Beispiel, es gab so Experimente, da wurde gemessen, wenn ein männliches Schaf mit einem weiblichen Schaf Sex hat und es wurde die Zeit bis zur Ejakulation gemessen. Und wenn dieses Schaf immer wieder mit demselben weiblichen Schaf Sex hat, dauert es immer länger für das männliche Schaf zu ejakulieren, dahin zu kommen an diesem Punkt. Und wenn man diesem männlichen Schaf aber jedes Mal ein neues weibliches Schaf anbietet, dann steigt sich das kaum. Dann ist da kaum eine Verlängerung von dieser Zeit zu ejakulieren. Es gibt auch Experimente mit Menschen, sowohl mit Männern als auch mit Frauen, wo einfach immer wieder derselbe Porno geschaut wird. Gezeigt wird und die Erregung dabei gemessen wird und die nimmt immer mehr ab. Und sobald dann neuer Porno gezeigt wird, schwupps, springt das wieder so nach oben. Und was da einfach drinsteckt, ist so dieses, dass unser Gehirn erstmal auf Neuartiges anspringt. Also unser sexuelles Gehirn springt auf Neuartiges an. Und auch da können wir uns wieder fragen, wie sieht es in Internetpornos aus? Ja, da haben wir, wenn wir auf so einer Streaming-Seite sind, so eine endlose Fülle. Also es gibt da endlos viel Material, es gibt unzählige Körper, die wir sehen können. Ich hatte mal auf X-Hamster geschaut, allein mit dem Anfangsbuchstaben M gibt es mehr als 2000 Kategorien. Es ist einfach eine sehr, sehr große Fülle und es geht nicht aus, etwas Neues anzubieten. Genau. Also, wir haben, dass wir sehr lange in einem hohen Dopaminspiegel sind und wir haben, dass wir sehr viel Verfügbarkeit von Neuartigem haben. Den nächsten Punkt mache ich ganz, ganz kurz, um da ein bisschen Zeit zu sparen. Internetpornografie ist extrem leicht zugänglich und hat sehr, sehr wenig Risiko in der Nutzung. So im Vergleich zu Koks oder im Vergleich zu Essen, wo es einfach eine Überdosis gibt, wo wir uns bei Essen vielleicht erbrechen müssen, gibt es erstmal so in dieser Form nicht, wenn wir Pornos schauen. Genau. Die nächste Folie mag ich total gerne. Das sind die supranormalen Stimuli. So ein Stimulus ist erstmal, bezeichnet erstmal einen Reiz, der was mit uns macht. Und es gibt so natürliche sexuelle Stimuli. Da wird oft gesagt, dass das für Männer Körperfett ist. Und das wird dann so evolutionär erklärt, so Hormone, Östrogen, Körperfett, dass es Fruchtbarkeit signalisiert. Und dass deswegen Körperfett, Brüste, Po, dass das so ein natürlicher Stimulus ist, sexueller Stimulus. Und ein supranormaler Stimulus bezeichnet jetzt einen Reiz, der in dieser Intensität in der Natur eigentlich nicht vorkommt.
Es gibt so Experimente mit auch wieder mit Tieren. Ich finde diese Experimente tatsächlich ziemlich grausam. Mit Schmetterlingen. Für männliche Schmetterlinge sind die Flügel von den weiblichen Schmetterlingen ein natürlicher sexueller Stimulus. Ich glaube, da geht es so darum, wie farbenprächtig die sind. Und was da gemacht wurde, ist, dass diesen männlichen Schmetterlingen ein lebloser Fake-Schmetterling hingehalten wurde, der aber genau diesen Stimulus übertreibt, also sehr, sehr intensiv, sehr, sehr farbenprächtig darstellt. Und was dann passiert ist, die männlichen Schmetterlinge nur noch mit diesen leblosen Schmetterlingen Sex haben wollen und sich für die lebendigen Weibchen gar nicht mehr interessieren. Und das können wir auch so hier in dieser Linie erklären. Dieser intensive Stimulus ist einfach mehr Dopamin. Es ist mehr, mach das, geh dafür. Es ist ein intensiverer Antrieb. Genau, und auch da, wenn wir schauen in Pornografie, Internetpornografie ist voll von diesen supranormalen Stimuli. Das können Videofilter sein, die so über das Material gelegt sind und dann so eine surreal weiche Haut suggerieren. Das kann generell so besonders glatte Haut, besonders Körperformen, die besonders proportioniert sind. Es können Animationen sein, wo es vielleicht so ganz, ganz große Brüste gibt, eine ganz schmale Taille, ein ganz, ganz großes Becken wieder. Also so Animationen von Körpern, die so in der Realität gar nicht existieren könnten. Und das alles sind supranormale Stimuli. Wenn ihr euch da mal umschaut, ihr würdet eine ganze Menge davon finden. Und tatsächlich, meine These ist, dass diese Stimuli nicht nur in der grafischen Darstellung stecken. Ich mag sehr, sehr gerne Filme. Also damit meine ich jetzt nicht pornografische Filme. Und ich hatte mich irgendwann mal gefragt, was ist es denn, was mich an Filmen so fasziniert oder was ich da so großartig finde? Und die Antwort, die ich für mich gefunden hatte, war, dass Filme es schaffen, eine Essenz des Lebens darzustellen. Also Filme bringen irgendeinen Umstand, irgendeine Essenz des Lebens auf den Punkt und machen das greifbar. Und in Filmen ist auch alles Essenz. Menschen gehen da nicht auf Klo, Menschen machen da nicht ihre Steuer, Menschen gehen da nicht einkaufen. Außer es trägt dazu bei, eine Essenz zu verdeutlichen. Genau, und also meine These ist letztendlich, dass ganz Hollywood ein supranormaler Stimulus ist, weil es uns Situationen zeigt, die wir so in dieser Intensität im echten Leben selten, selten haben, weil wir eben im echten Leben uns noch um unsere Steuer kümmern müssen oder mal auf Toilette gehen müssen. Und so mit diesem Punkt behaupte ich auch, dass in Pornografie, dass so alles Mögliche da supranormale Stimuli sind. Also auch wenn wir so eine schmutzige Lust, Gefühle, die wir da gezeigt bekommen, wie sich Menschen zueinander verhalten, wie Menschen da in Beziehungen stecken. Das sind alles Essenzen. Und die werden da einfach verdeutlicht, die werden da pointiert. Genau. Dann bin ich schon beim vorletzten Aspekt davon, das ist Konditionierung, dass sich Dopamin einfach auch einfügt in so ein Lernsystem, also dass unser Gehirn einfach sich merkt, welche Verhaltensweisen haben sich gelohnt, was lohnt sich vielleicht zu wiederholen. Und damit ist eben auch Pornoschauen ein Lernen. Wir lernen da unterschiedliche Dinge, das können so Schlüsselreize sein. Davon berichten Menschen manchmal, dass sie zum Beispiel in der Jugend so dieses Szenario, man freut sich, wenn die Eltern nicht zu Hause sind, kann man ungestört Pornos schauen und dann wird dieses alleine zu Hause sein, kann dann so ein Schlüsselreiz werden, wo dann alleine das Alleine sein in Zukunft wieder den Impuls auslösen kann, ah, ich habe jetzt gerade Lust, ein Porno zu schauen. Und wenn wir so von hier kommen, dann sind eben auch sexuelle Vorlieben erlernt, die wir in Pornos erst entdecken. Und Fetische, die wir in Pornos erst entdecken. Was sich so einfügt in dieses, wir suchen da nach Neuem. Wir finden da was Neues, vielleicht ist das erst noch ein bisschen irritierend, aber irgendwie zieht es uns auch an und dann baut sich das so auf und so kann sich das mit der Zeit einfach konditionieren und einlernen.
Genau. Und dann noch so als letzten Aspekt hiervon die Desensibilisierung. Unser Gehirn besitzt nämlich eigentlich Mechanismen, damit wir nicht zu lange uns an einer Belohnung erfreuen. Das wird auch manchmal so evolutionär erklärt, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt das eine ganze Weile genossen, hast es ausgenutzt, aber geh dich doch mal auch noch mal um die Kinder kümmern, guck doch mal, wie es denen geht. Als Beispiel. Und es tut es auf zwei Weisen, da sage ich jetzt auch nicht viel mehr dazu. Einfach, dass es Dopaminrezeptoren abbaut und dass es auch einen Stoff ausschüttet, der unseren Genuss dämpft. Und was dann eben, beziehungsweise was das Problem ist, dass diese Mechanismen, die unser Gehirn da hat, nicht gegen diese Intensität von Pornografie ankommen. Und was dann passiert ist, dass der Genuss zwar runtergeht, aber dass es eigentlich nur so eine Toleranz aufbaut, über die wir wieder drüber gehen können und nach in noch intensiveren Reizen schauen können. Und dann kann das so ein Eskalationspotenzial haben. Genau. Und wenn wir das alles so, was ich jetzt erzählt habe, wenn wir das alles so zusammennehmen, ist so, dass das Fazit, was ich daraus ziehe, ist, dass das Pornoschauen, regelmäßiges Pornoschauen unser Belohnungssystem abnutzt. Aus all diesen Aspekten, die ich euch gerade beschrieben habe. Wir sind im Wollen, wir haben sehr, sehr lange einen sehr hohen Dopaminspiegel, wir lernen, es ist super leicht zugänglich, es gibt sehr intensive Reize. Genau. Und in der Theorie bleibt das, beziehungsweise auch in der Praxis, bleibt das nicht ohne Folgen. Und so wird so in den NoFap-Foren und auf Your Brain on Porn wird Pornografie mit ganz, ganz vielen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, tatsächlich. Wenn wir jetzt ganz allgemein sprechen, sexuelle Erregung braucht immer wieder einen Schub Dopamin, immer wieder so ein kleines Spritzerchen. Auch bei Menschen, die keine Pornos schauen. Das ist so ein Teil von sexueller Erregung, wie das funktioniert einfach. Und wenn wir dann gucken, dann ist so eine Pornosucht so ein desensitiviertes Dopaminsystem, das auf sehr intensive Reize und Situationen konditioniert ist. Und in den Studien und in den Erfahrungsberichten wird es in Zusammenhang gebracht mit unter anderem Erektionsschwierigkeiten, Orgasmusschwierigkeiten, geringem Verlangen, geringem Interesse an PartnerInnen. Ungewollter Ejakulation auch. Andere sagen dazu vorzeitige Ejakulation. Ich mag den Begriff nicht so. Und auch mit zum Beispiel mit Kritisieren von PartnerInnen. All da gibt es so Bezüge. Und das ist, genau, und wenn wir das so anschauen, das sind so klassische Themen, klassische Schwierigkeiten, die Menschen in ihrer Sexualität haben. Themen, die oft auch mit einem sehr, sehr großen Leidensdruck verbunden sind, wenn Sex in der Partnerschaft schwierig ist oder wenn es Erektionsschwierigkeiten gibt. Genau. Und die Sache ist, dass es sich aber nicht nur auf die Sexualität beschränkt, sondern auch auf so eine Gesamtpersönlichkeit. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Ich sage euch jetzt wieder nur ein paar. Also, es wird unter anderem auch gesprochen über Identitätskrisen und Schamgefühle. Es gibt zum Beispiel in Your Brain on Porn gibt es sowohl Berichte von Homo als auch von heterosexuellen Männern, die am Ende Videos geschaut haben, die eigentlich gar nicht ihrer sexuellen Orientierung entsprochen haben. Und gerade wenn Menschen vielleicht noch jugendlich sind, wo sich so diese eigene Sexualität erst formt, dann springt es da natürlich sehr, sehr rein und dann kann das Dinge sehr, sehr verkomplizieren. Oder von Scham können wir sprechen, wenn Menschen Videos schauen und da Genuss dran finden, obwohl die irgendwie mit Werten im Konflikt stehen. Wenn das Fetische sind, die Menschen eigentlich gar nicht haben möchten. So. Genau, ein anderer Punkt ist, was Wilson schreibt, ist, dass sich Prioritäten verändern in diesem Belohnungssystem. Also er erklärt es so ein bisschen so, dass in diesem Belohnungssystem, das ja auch so sehr intensive Reize kennt, dass einfach sozialer Kontakt und Freundschaften weniger belohnen werden, sich weniger angenehm anfühlen.
Und darin kann dann so ein Moment entstehen von sich entfremdet fühlen, irgendwie nicht connecten zu können mit Menschen. Ja, so ein Fremdheitsgefühl. Und das kann dann auch sehr schnell sich so mit so einem Selbstbewusstsein verbinden, einem geringen. Und ganz ähnlich auch Konzentrationsschwierigkeiten. Es wird geschrieben, dass dass so diese ständig verfügbare Belohnung, dass sie so diese Fähigkeit abschwächt, eine Belohnung mal aufzuschieben. Vielleicht mal sich auf was zu konzentrieren, auf was zu fokussieren, was nicht sofort eine Belohnung gibt. Und da sind wir eben schnell auch so bei so, ja, ich würde sagen, existenziellen Themen. Also wenn es für Menschen, wenn Menschen eigentlich einen Wunsch haben, ihre Träume zu, ihre Ziele zu verwirklichen in ihrem Leben und aber merken, sie machen es nicht. Auch damit kann das so in Verbindung gebracht werden. Genau. Und wenn wir so die Punkte angucken, dann sind wir eben auch schnell bei einer Depression. Die Punkte, die ich jetzt schon besprochen habe, und dann auch, wenn wir so auf diese Desensibilisierung gucken, diese Desensibilisierung passiert nicht auf diesen bestimmten Suchtstoff gerichtet, sondern die passiert generalisiert. Also es ist so, dass dann alles sich ein bisschen weniger genussvoll anfühlt. Und auch da sind wir eben schnell bei einer Depression. Genau. Und ich möchte jetzt, diesen ersten Teil abzuschließen, möchte ich euch so ein paar Erfahrungsberichte von NoFap vorlesen, teilen. Weil die manchmal, finde ich, sehr, sehr eingänglich sind, eindringlich. Die Berichte sind eigentlich auf Englisch, ich habe sie hier übersetzt. Da geht es so ein bisschen von der Sprache verloren, aber ich dachte, dann ist es einfacher mit dem Teilen. Ich lese sie euch vor, ihr könnt mir einfach zuhören. Also, hier schreibt eine Person, die 30 Jahre alt ist. Früher war Sex für mich nicht emotional. In gewisser Hinsicht war es, als wäre niemand anderes da gewesen, weil ich die ganze Zeit in meinem eigenen Kopf war, in Fantasien, bei Orgasmusschwierigkeiten. Freundinnen während meiner Mitzwanziger und frühen Dreißiger haben mich einfach nicht annähernd so erregt wie das, was Highspeed-Pornografie geboten hat, egal wie gut sie aussahen. Ich habe das damals nicht realisiert. Also hier kommt für mich so ein Gefühl an von auch Entfremdung, also von nicht in Kontakt gehen können, im Kopf sein beim Sex. Genau, der nächste Bericht, den mag ich sehr, sehr gerne, der ist von einer Frau. Die Person geht hier auch sehr auf das körperliche Empfinden ein. Also sie schreibt, für uns Frauen sind moderate, pornoverwandte, in Anführungsstrichen, erektile Dysfunktionen schwierig zu erkennen. Aber für mich fühlt es sich genauso an, wie Männer es beschreiben. Da ist Verlangen, aber keine Erregung. Kein Pulsieren, kein Ziehen, keine überwältigende, lustvolle Sensation in der Klitoris und im unteren Bauchbereich. Nur eine Art mentaler Push hin zum Orgasmus. Und auch ich habe vorzeitige Orgasmen. Einen Orgasmus, während meine Erregung sehr niedrig ist, mit einer ziemlich mittelmäßigen und unangekündigten Qualität. Bis auf ein paar angstähnliche Spannungen in meinen Genitalien. Also hier kommt bei mir so an, so ein Gefühl, es muss so zum Orgasmus hindrücken und nicht der Orgasmus ist etwas, das mich abholt. Und so ein körperliches Erleben, das so ein bisschen flach sich anfühlt, als flach wahrgenommen wird. Genau, ein dritter Bericht, da geht es so um soziale Ängste. Hier schreibt eine Person, die jetzt seit 50 Tagen im Entzug ist, schreibt sie: Soziale Interaktion. Ich war völlig ängstlich und nicht in der Lage dazu, noch vor 50 Tagen. In der vergangenen Woche bin ich flüssig und ohne Anstrengung mit Menschen in Kontakt gewesen, mit denen ich während meines Konsums niemals zu Kontakt in der Lage gewesen wäre. Ich konnte Menschen früher nicht in die Augen schauen. Ich habe mich in der Öffentlichkeit vor Bekannten versteckt, weil geschüchtert. Ich habe den Tag lang davon fantasiert, wie ein normaler Mensch in Kontakt gehen zu können.
Jetzt sagt es mir gerade, dass meine Internetverbindung instabil ist. Ich hoffe, es geht. Also hier so ein, auch wieder das Thema Kontakt und auch wieder das Thema Angst, Angst in Kontakt zu gehen. Genau, und das sind jetzt Einzelberichte und Einzelberichte machen noch keine Wissenschaft. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr eindrücklich, wie viele von diesen Berichten sich auf NoFap finden. Und wie viele Menschen von Veränderungen schreiben, wenn sie in den Entzug gehen, worüber ich nachher noch ein bisschen spreche. Genau, womit ich dann in den zweiten Teil kommen will. Pornosucht und Sexological Bodywork. Wie kann Sexological Bodywork Menschen im Thema Pornosucht unterstützen? Ich sage nur ganz, ganz kurz was zu dem Berufszweig Sexological Bodywork. Sexological Bodywork ist eine sexualpädagogische Lernbegleitung für Erwachsene. Also Menschen werden darin unterstützt in ihrem sexuellen Lernen. Und das passiert auf zwei Ebenen. Das eine ist so eine Gesprächsbegleitung, wie man die zum Beispiel auch in einem Sexualcoaching hat oder in einem therapeutischen Ansatz. Und die zweite Ebene, die aber Sexological Bodywork wirklich besonders macht, ist, dass sie eben auch in die Körperarbeit reingeht. Also dass sie Menschen körperliche Erfahrungsräume öffnet und darin begleitet. Und das ist eigentlich sowas, was viele therapeutische Ansätze oder Coaching-Ansätze nicht bieten können. Und wie das aussehen kann, werde ich nachher noch einiges dazu sagen. Ich möchte jetzt trotzdem noch auf so zwei Punkte in der Gesprächsbegleitung eingehen, die mir wichtig sind. Der erste ist nämlich, wenn Menschen zu mir kommen mit diesem Thema, dann ist als allererstes diese Frage wichtig: Wo möchtest du damit hin? Ich bin mir sicher, dass Pornografie auch eine wundervolle Ressource sein kann, für ein buntes und ein erfülltes Sexleben. Ich bin mir sicher, ich könnte auch einen stundenlangen Vortrag halten, warum Pornografie toll ist. Und es gibt ja Gründe, warum wir Pornos schauen. Das kann ein Raum für Ästhetik sein, das kann ein Raum für Genuss sein, für Entspannung. All das hat seine Berechtigung. Und es gibt da kein Gut oder Schlecht. Und ein zweiter Punkt, den ich an der Stelle noch ansprechen möchte, ist, dass Sucht ein klinischer Begriff ist. Also Sucht kommt aus der Klinik. Sucht bezeichnet eine Krankheit. Und da ist natürlich auch jede Menge Stigma mit verbunden. Und was mir da wichtig ist, wenn ich mit Menschen arbeite, ist wirklich den Menschen selbst diesen Begriff anzubieten, aber ihnen nicht diesen Begriff aufzudrücken. Also die Menschen zu fragen: Würdest du dich selbst als süchtig bezeichnen? Und allein diese Frage kann ganz, ganz viel, ein ganz, ganz großes Geschenk sein, weil Menschen, wenn sie ihre Antwort finden, darin Empowerment finden. Also es kann sein, dass Menschen sagen: Ja, ich bezeichne mich als süchtig. Dann können sie all das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, können sie nehmen und sich damit verstehen und damit vielleicht auch arbeiten. Daraus vielleicht auch einen Ausweg finden. Oder sie können sagen: Nein, das ist keine Sucht, das ist einfach meine Sexualität und ich genieße es so. Und dann können Menschen einfach da auch so in einen selbstbestimmten Konsum gehen, der dann vielleicht auch ein bisschen freier von Scham ist. Und beide Richtungen können erstmal gut sein. Und ich habe das hier so aufgeschrieben: Es gibt diese Richtung zu Pornos hin und von Pornos weg. Und das ist aber in keinem Falle in Schwarz-Weiß. Also da gibt es auch beides. Also Menschen können auch ausprobieren, in die eine Richtung gehen, wieder in die andere Richtung gehen und sich da finden. Und ganz, ganz wichtig ist mir eben dieses: Ich sage Menschen nicht, welche Richtung die richtige ist. Weil ich sonst wieder bestimmen würde, wie eine natürliche, normale Sexualität aussehen soll. Und ich glaube, das hatten wir genug in unserer menschlichen Geschichte, dass das bestimmt wurde. Genau. Und um aber so über diese kleine Hintertür noch reinzukommen, wenn mich Menschen doch nach meinem Bauchgefühl fragen, dann würde ich so schauen: Also wenn Menschen kommen mit einem Thema von Pornografie oder auch einer Unsicherheit, ob Pornografie denen jetzt gut tut oder nicht, oft kommen Menschen auch
einfach mit Unzufriedenheit in einer Beziehung oder mit Erektionsschwierigkeiten, die gar nicht so direkt mit Pornografie in Verbindung gebracht wird. Und ich würde einfach so vom Bauchgefühl her schauen, wie viele Ressourcen gibt es da? Und wie groß ist vielleicht da auch ein Leidensdruck? Und ist der eigentliche Wunsch, Sexualität mehr mit anderen Menschen zu leben? Und wenn das der Fall ist, dann wäre so ein Punkt, wo ich vielleicht sagen würde, ja, vielleicht kann man einfach mal einen Entzug ausprobieren. Das einfach mal ausprobieren und zu gucken, ob sich damit was verändert. Genau. Und dann möchte ich eben noch über den Entzug sprechen. Wenn wir so auf NoFap und auf Your Brain on Porn schauen, da ist der Entzug der Weg, das Mittel. Das wird erklärt, also genau, ja, das wird erklärt damit, dass sich in diesem Entzug, wenn keine Pornos mehr geschaut werden, dass dann sich so diese Sensitivität einfach regenerieren kann. Also, dass sich diese Nervenbahnen abbauen, die sich einstudiert haben und gerne Pornos schauen wollen und dass sich so die Chemie im Gehirn wieder normalisiert. Und auf NoFap schreiben ganz, ganz viele Menschen davon, was sie in ihrem Entzug alles gewonnen haben. Also das liest sich manchmal echt, echt crazy. Das sind manchmal echt, als würden die Menschen Superkräfte wachsen. Allein durch den Entzug. Und ja, vielleicht noch so als Zahl nur, es gibt da auch so Richtwerte, wobei natürlich jeder Mensch individuell ist. Da wird so gesagt, dass so ein Entzug 2 bis 3 Wochen dauern kann, wenn ein Mensch im Erwachsenenalter erst angefangen hat, intensiv Pornografie zu nutzen. Oder 2 bis 6 Monate, dass es länger dauert, wenn Menschen schon in der Jugend angefangen haben, intensiv Pornos zu schauen. Einfach, weil sich in der Jugend das Gehirn noch viel mehr am Formen ist und Dinge lernt und einprägt. Genau, und da möchte ich dann an der Stelle auch nochmal 2 Erfahrungsberichte vorlesen, die so auch von den Erfahrungen im Entzug sprechen. Hier schreibt eine Person nach einem Entzug von 2 Monaten. Geschichte. Ich habe nie gerne Kondome genutzt, kam öfter nicht zum Sex, weil ich meine Erektion verloren habe, allein beim Gedanken, eines rauszuholen und zu benutzen. Immer wieder habe ich meine Erektion beim Anziehen verloren. Immer wieder habe ich meine Erektion verloren, während ich drinnen war. Letzte Nacht, steif. Steif geblieben, während ich das Kondom rausgeholt habe, angezogen habe, wir mit dem Sex begonnen haben, festgestellt haben, dass wir Gleitgel brauchen, das Gleitgel geholt haben, angewendet haben, Sex gehabt haben. Meine Erektion war einfach so natürlich und korrelierte mit meinem Angetörntsein. Es fühlte sich so richtig an, dass ich so irgendwie schon wusste, dass sie bleiben würde während der Kondomstrapazen. Der Orgasmus fühlte sich sehr intensiv und genussvoll an. Als ich kam, ist mein Kopf nicht explodiert, mir sind auch nicht irgendwelche Blutgefäße geplatzt und ich habe auch nicht 8 verdammte Wochen in ihr Ohr geschrien, wie ich befürchtet hatte. Tatsächlich war es einfach wunderschöner, intimer und sehr genüsslicher Sex. Also was für mich so aus diesem Bericht ankommt, ist so eine Sexualität, die sehr fragil war, wo das Kondomanziehen oft schon so eine Unterbrechung war und dann vielleicht auch mit Ängsten verknüpft war. Und wo dann in diesem Entzug sich das verändert, wo die Erektion an dieser Stelle jetzt bleibt. Und so auch mit so einem ganz großen Gefühl von Sicherheit, was hier beschrieben wird, sich anders anfühlt, vielleicht einfach auch. Genau, und dann auch, ja, so der Genuss, der hier rauskommt. Der zweite Bericht ist die Fortsetzung von dem Menschen mit den sozialen Ängsten, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Hier schreibt der Mensch weiter: All das verändert sich gerade, also im Entzug, vor meinen Augen auf sehr drastische Weise. Ich kann selbstbewusst in Kontakt gehen, ich selbst sein. Ich kann einen unzerbrechlichen Blick in die Augen anderer Menschen werfen. Ich bin tatsächlich Teil der Konversation, statt nur abseits zu sein und darüber nachzudenken, zu gehen. Also auch hier so Ängste, die sich plötzlich einfach auflösen. Und auch das sind wieder nur 2 Berichte, aber auch davon gibt es eine ganze, ganze Menge in den Foren. Ja.
Und wenn wir jetzt so zu dieser Frage kommen, wieder, wie kann Sexological Bodywork Menschen unterstützen? Sexological Bodyworker können Menschen bei ihrem Entzug unterstützen. Das ist zum einen erstmal, dass wir als AnsprechpartnerInnen da sein können. Wir können ein Kontakt sein. Und dann müssen Menschen diesen Weg nicht alleine gehen, sondern sind da im Kontakt, haben Menschen, mit denen sie sich austauschen können, uns, können vielleicht auch über Schwierigkeiten reden, haben vielleicht auch einen Menschen, vor dem sie sich aus eigenem Willen gerne rechtfertigen wollen, ob sie rückfällig geworden sind oder nicht. Also das kann ein Geschenk sein, einfach da eine Begleitung drin zu haben, in diesem Entzug, der ja auch mehrere Monate gehen kann. Und ein zweiter Punkt ist so Aufklärung ganz viel. Also Aufklärung zu der Frage, was ist Pornosucht? Das sind die Sachen, die ich vorhin besprochen erzählt habe. Und da kann eben auch schon sehr, sehr viel passieren. Wenn sich Menschen da wiederfinden, dann kann das so ein ganz, ganz großes Aha sein. So, aha, das hängt alles miteinander zusammen. Und auch aha, das ist eigentlich irgendwie vor allem mein Belohnungssystem. Ich finde das manchmal fast schon wie so ein Algorithmus, der einfach irgendwo so schief gelaufen ist. Oder dass Pornos einfach diesen Algorithmus ansprechen. Genau, und allein das zu sehen, das kann schon sehr, sehr viel bewirken. Und dann auch Aufklärung über Herausforderungen, die es im Entzug geben kann. So eine klassische Herausforderung ist so Ersatzkonsum. Also, dass Menschen dann zum Beispiel, wenn sie keine Pornos mehr schauen, dann halt sehr, sehr viel in sexuellen Fantasien sind, die aber an der Stelle oft einfach nur so eine Wiederholung, so ein Replay von den Pornos sind. Oder auch auf OkCupid scrollen, Facebook. Das ist alles dieses Dopaminsystem, das sich da aktiviert. Und so hat das alles so einen gleichen Nenner. Und das wirklich zu erkennen, kann da sehr hilfreich sein. Und da möchte ich auch zu einem Punkt kommen, wie eben Sexological Bodywork da auch schon ganz, ganz toll körperlich ansetzen kann an dieser Stelle. So ein Suchtimpuls hat nämlich eine unmittelbare Verkörperung. Also wenn der Impuls aufkommt und wenn es aus einer Sucht herauskommt, dieser Impuls von ich möchte jetzt ein Porno schauen, dann passiert unmittelbar was im Körper. Das kann zum Beispiel sein, dass der Puls stärker geht, es kann sein, dass so ein Rauschgefühl entsteht, es kann sein, dass so Blut in die Arme, in die Extremitäten fließt. Da passiert was. Und das kann wahrgenommen werden erstmal. Und dabei können Menschen unterstützt werden, das wahrzunehmen. Das ist so der erste Schritt. Und in dem zweiten Schritt kann es dann auch über den Körper unterbrochen werden wieder. Womit ich so ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist, so, wenn dieser Impuls aufkommt, dann schnell so einen Atemzug zu nehmen, der so ein kräftiges Einatmen ist, so innerlich so einen Stopp zu sagen und vielleicht auch die Augen weit aufzureißen und aus diesem Gedanken rauszukommen. Ja, so. Und Stopp. Und das ist erstens eine selbstwirksame Handlung, also Menschen können da für sich selbst sorgen. Und zweitens kann das sehr, sehr schnell reagieren, wenn das mal einstudiert ist. Wenn wir das nur versuchen, über den Kopf aus diesem Suchtimpuls rauszukommen, das ist oft schwieriger, weil dann vielleicht irgendwie schon 10 Minuten vergangen sind, wo irgendwie so eine Lust da ist. Und man schon 10 Minuten lang mit dieser Lust argumentiert, ob man jetzt ein Porno schauen möchte oder nicht und dann vielleicht nachgibt oder nicht. Und wenn das aber so körperlich wahrgenommen wird, dann kann dieser Cut sehr, sehr früh gesetzt werden. Genau. Ja. Ja, dann möchte ich übergehen zu so einer Frage, die mich persönlich immer sehr, sehr fuchst. Wo mir immer was ganz, ganz Dolle fehlt, wenn ich so auf NoFap unterwegs bin.
Ich frage mich da immer, was passiert eigentlich mit der Sexualität, mit der eigenen Sexualität nach dem Entzug? Wenn wir auf NoFap sind und diese Berichte lesen, was Menschen durch den Entzug gewinnen, dann sind das ganz oft so Sachen wie, meine Beziehung ist wieder schön, ich mache sehr viel Sport, ich verwirkliche mich selbst. Und auch wenn wir über sowas sprechen, dass Menschen zum Beispiel, dass es eine erektile Dysfunktion gab, also Erektionsschwierigkeiten und die Menschen das nicht mehr erleben, da raus sind, dann, und dann, wie die Menschen darüber schreiben, dass es dann auch da ist, es eher so, steht es eher so in so einem Bild von, meine Beziehung ist gerettet oder ich bin wieder gesund. Und das sind alles wundervolle Geschenke. Aber ich frage mich da ganz, ganz oft, wo bleibt da die eigentliche Sexualität? Weil all das ist kein Sex. Wenn ich, ich glaube, da entsteht einfach auch eine ganz, ganz große Lücke. Wenn ich jahrelang Pornos geschaut habe und das vielleicht auch mehrere Stunden am Tag und dann aufhöre, dann entsteht da einfach eine ganz, ganz große Lücke. Und Menschen haben vielleicht auch Angst vor dieser Lücke. Fragen sich, was wird aus meiner Sexualität? Und was auch passieren kann, ist eben, dass sich so eine Ängstlichkeit oder so entwickelt, dass Menschen ja wissen, so, ah ja, da sind meine Suchtträger, da muss ich mich auf Abstand halten, da muss ich vorsichtig sein. Und was nach dem Entzug aus der Sexualität wird, da finde ich immer so eine ganz, ganz große Leere auf NoFap. Ich finde da keine Antworten oder ganz wenige. Und es gibt auch so einen Test, den Wilson beschreibt, wo sich das auch so ganz, ganz dolle zeigt. Wilson hat in seinem Buch so darüber geschrieben, wie man erkennen kann, ob eine erektile Erektionsschwierigkeiten durch Pornokonsum kommen oder nicht. Und Wilson schreibt, schau zuerst mal, ob es eine medizinische Ursache hat, dann masturbiere zu deinem Lieblingsporno und dann versuch mal ohne Porno und ohne Fantasien in Pornografie zu masturbieren. Und der Grundgedanke ist einfach, wenn du zu Pornos eine Erektion haben kannst und ohne Pornos nicht, dann kommen deine Erektionsschwierigkeiten wahrscheinlich durch Pornos. Und meinetwegen gehe ich damit, soweit so gut. Aber auch hier wieder Punkt 3, macht überhaupt kein Angebot, wie sich unsere Aufmerksamkeit ausrichten kann. Da wird nur gesagt, schau keine Pornos. Aber was passiert mit unserer Aufmerksamkeit, wenn wir keine Pornos schauen, während wir masturbieren? Da wird kein Angebot gemacht. Und das ist eben das Angebot, das ich mache. Das ist das Angebot, das Sexological Bodywork macht. Das ist, ich habe hier die Worte gefunden, die Rückanbindung der eigenen Sexualität an den Körper. Das ist ein Weg, ein Angebot, das ich da mache. Wir können uns mal so fragen, wie verkörpern wir uns, wenn wir Pornos schauen? Also ich kann da von mir sprechen, im Sitzen oder im Liegen. Da passiert nicht viel Bewegung. Bewegung passiert mit der Hand, am Genital, aber auch an der Maus. Da ist so eine Ausrichtung auf dem Bildschirm, so ein sehr, sehr starker Fokus auf dem Bildschirm. Und es ist eben wenig Körperlichkeit da drin. Und wenn wir das mal so in Kontrast setzen zu, wie es ist, Sex mit einem anderen Menschen zu haben, da braucht es Aktivität, da braucht es Präsenz, da braucht es Handeln, da passiert Bewegung, da passieren Dinge. Pornos sind auch so ein ganz, ganz schneller Sprung in intensive Stimulation und vielleicht im Sex mit anderen Menschen baut sich das auch erstmal so auf. Alles so Punkte, wie sich da wieder ein sehr, sehr großer Unterschied ist in dieser Körperlichkeit. Genau. Und diese Körperlichkeit wieder auszuprägen, auszubilden, das kann ein Weg sein. Das kann ein Geschenk sein. Ich habe ein Zitat hatte ich gerade vergessen. Ich habe hier noch ein Zitat, was das so auf den Punkt bringt, finde ich. Hier schreibt ein Mensch, es ist nicht so, dass ich keinen, Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, echten Sex wollte.
es ist einfach so, dass es so viel schwerer und so viel verwirrender war, den zu bekommen als Pornografie. Und diese Rückanbindung der Sexualität an den Körper, das sind die Kernmethoden von Sexological Bodywork. Und da möchte ich jetzt so ein paar vorstellen. Also das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist so das allgemeine Vertrautmachen mit dem eigenen Körper. So eine Porno-Erfahrung ist oft nicht sehr körperlich, aber unser ganzes Leben, unsere Gesellschaft ist generell nicht sehr körperlich. Wir sind sehr, sehr viel so auf so einer Kopfebene. Wir lernen sehr viel mit unserem Kopf. Und es gibt da so diesen Begriff von Embodiment. Ich habe den hier mal so definiert. Embodiment beschreibt, dass wir unsere Empfindungen über unseren Körper ausdrücken und dass wir unseren Körper regulieren können, unser Nervensystem, über unseren Körper. Also, dass ich zum Beispiel Freude ausdrücken kann über meinen Körper, Körpersprache, oder dass ich mich zum Beispiel entspannen kann, indem ich mal durchatme, eine Pause machen. Und das schult, das coacht Sexological Bodywork. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Und da gibt es eben auch Teile unseres Körpers, die uns da sehr dabei unterstützen können. Also unsere Atmung zum Beispiel, dass wir uns in die Entspannung atmen. Bewegung, dass wir in die Aktivität kommen. Oder Stimme, dass wir vielleicht auch mal ein genussvolles Stöhnen loslassen können. Ah. Das coacht Sexological Bodywork. Und was da eben passiert, ist genau das, dass diese Körperlichkeit Türen öffnet. Da öffnet sich eine Tür, aktiv handeln zu können. Da öffnet sich eine Tür, in selbstwirksamen Genuss zu gehen. Also ein Genuss, der aus mir selbst herauskommt und nicht der aus dem Bildschirm kommt. Und das passiert in so einem eigenen Körperrhythmus. Also ich springe nicht gleich in den intensiven Clip rein, sondern das ist vielleicht was, das hat einen Aufbau. Vielleicht ist es auch was, was in Wellen verläuft, aber es hat einen Rhythmus. Und das letzte Punkt in der Methode, in meiner Arbeit passiert auch sehr, sehr viel Dialog darüber. Also, dass ich mit Menschen spreche darüber, was sie erleben. Und auch das sind wir oft nicht geübt, über unser Erleben, über Sexualität zu sprechen. Und dabei ist Sex auch sehr, sehr viel Kommunikation. Und auch das findet da Platz. Genau. Da möchte ich über einen zweiten Punkt sprechen, der auch, also ich würde fast sagen, der Kern von Sexological Bodywork ist, ist die Sensibilisierung von Genitalien. Wenn wir Pornos schauen und und unsere Aufmerksamkeit so sehr, sehr auf dem Bildschirm ist, dann kommt unsere Lust auch aus dem, was wir dort wahrnehmen, aus dem, was wir dort sehen. Und unsere Lust kommt nicht so sehr daraus, was wir in unseren Genitalien spüren, was sich da vielleicht gut anfühlt, was da vielleicht eine schöne Berührung ist. Und wenn wir das vielleicht nie gespürt haben oder eine ganze Weile nicht gespürt haben, dann hat unser Gehirn das vielleicht auch vergessen, wie sich unsere Genitalien eigentlich anfühlen. Es gibt da so den Begriff von einer genitalen Amnesie. Und der meint genau das, dass so diese Nervenbahnen, die von unseren Genitalien zu unserem Gehirn hochwandern und Signale senden, dass die vielleicht so selten genutzt wurden, dass die verkümmert sind oder vergessen worden sind. Und die sind aber schönerweise nicht verschwunden und die sind auch nicht kaputt. Die können wieder sensibilisiert werden. Diese Empfindung kann wieder geweckt werden. Und wie Sexological Bodywork das macht, da möchte ich zwei Methoden vorstellen. Das eine ist das Genital Mapping. Da wird das Genital berührt, zum Beispiel von einem Finger oder von der ganzen Hand. Und es wird eine Berührung aufgenommen, die sich erstmal gar nicht viel bewegt.
Also die einfach nur eine Berührung aufnimmt, in Kontakt geht und dann der Person, der genital tragenden Person, die Möglichkeit gibt, über diese Berührung das Genital vielleicht nochmal deutlicher zu spüren. Dazu über diese Berührung mal deutlicher zu spüren, was nehme ich da wahr? Was kann ich da entdecken? Vielleicht auch an unterschiedlichen Bereichen meines Genitals. Und dieses Hinspüren, unterstützt von der Berührung, ermöglicht eben, dass sich das wieder sensibilisiert. Mapping meint eine Landkarte erstellen. Also es ist wie, als würde so ein inneres Bild wieder entstehen im Gehirn, wie sich das anfühlt, dieser Bereich meines Körpers. Und eine zweite Methode, die ich auch sehr, sehr gerne mag, ist die Genitalmeditation. Das ist eine Form von Massage, die immer wieder denselben Massagestrich wiederholt und das möglichst langsam. Also das könnte zum Beispiel so aussehen, noch viel, viel langsamer, als ich das jetzt vormache und immer wieder nur das wiederholt. Also in so einer Monotonie bleibt auch. Und auch hier haben wir wieder so dieses Element von Berührung. Und es ist eine Berührung, die nirgends hin will. Also da muss nicht gleich Erregung passieren, da muss nichts passieren. Es kann einfach dieses Spüren stattfinden. Und ich mag das so ganz gerne, ich sehe das so ein bisschen als so ein Zufallsgenerator. Also wenn ich, wenn diese Nervenbahnen wirklich verloren gegangen sind irgendwie, nicht mehr ansprechbar sind, dann habe ich manchmal so das Bild, so diese, jeder Strich, jede Berührung ist so ein Moment, wo irgendwas passieren kann, wo zufällig irgendwas im Gehirn angesprochen werden kann. Und wo das Gehirn dann denken kann, warte, da war doch was. Das war spannend. Genau. Ja. Also, so die Rückverbindung mit dem eigenen Körper und dann die Sensibilisierung der Genitalien. Und dann möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen, das Erforschen der eigenen Lust. So viele Menschen haben ein sehr, sehr vertrautes Muster, um zu masturbieren. Das ist ein Muster, das haben sie vielleicht schon 1000 Mal gemacht. Das funktioniert sehr, sehr gut für sie. Aber es ist am Ende oft dasselbe. Und was es im Sexological Bodywork gibt, ist eine Methode, die nennt sich Orgasmic Yoga. Und die bezeichnet achtsame Masturbation. Das ist eine Masturbation, wo Menschen eingeladen werden, mal was Neues auszuprobieren. Und vielleicht auch so einen Fokus zu setzen auf das körperliche Spüren, anstatt in Fantasien zu sein. Und da kann eben mal was Neues ausprobiert werden. Also da kann mal geguckt werden, wie kann ich vielleicht mein Genital mal noch anders berühren, an einer anderen Stelle anfassen. Wie kann ich vielleicht meine Qualität verändern, langsamer werden, schneller werden. Oder auch, wie kann ich mich vielleicht noch bewegen, noch mehr in so eine Lebendigkeit bei der Masturbation kommen. All das kann da ausprobiert werden. Und Sexlogic Bodywork bietet eben ein Coaching darin. Bei mir sieht es ganz konkret so aus, dass Menschen zu Hause ihre Masturbationserfahrungen machen, dann einen Bericht schreiben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, was vielleicht für Fragen aufgekommen sind, was neu war, und diesen Bericht dann mit mir teilen und dann von mir eine Rückmeldung kriegen von Sachen, die mir da aufgefallen sind oder von Sachen, die Person vielleicht noch ausprobieren kann, die vielleicht interessant sind. Also wo auch so ein Lernen stattfinden kann. Und auch eine Betreuung, wenn es Schwierigkeiten gibt oder Herausforderungen. Und was ich da noch dazu sagen möchte, ist, was ich da noch mitgeben möchte, ist, das kann sehr, sehr herausfordernd sein. Weil gerade wenn das Gehirn nur Stimulation über den Gedanken, nur über die Fantasie und über Pornografie kennt, dann kann das erstmal sehr, sehr langweilig sein, Genitalien zu stimulieren und diesen Bereich zu spüren. Und das kann erstmal sehr frustrierend sein. Und deswegen empfehle ich da prinzipiell langsam anzufangen. Vielleicht nicht so schnell Erwartungen zu haben. Und vielleicht auch zu gucken, vielleicht sich erstmal 2 bis 3 Monate auf einen Entzug zu fokussieren.
um da auch einen Fokus zu haben. Genau. Und dann möchte ich mit der Folie nochmal schließen, mit diesen Worten, die Rückanbindung der eigenen Sexualität an den Körper. Das ist das, was ich glaube, was ein großes Geschenk sein kann für Menschen, die einen ausgeprägten Konsum von Pornografie haben und irgendwie aber auch eine große Unzufriedenheit in ihrem Sexualleben haben, mit sich tragen. Ich denke manchmal so, wenn ich diese 822.000 Mitglieder auf NoFap sehe, wie wäre das, wenn die sich nicht nur austauschen würde, wie schwer der Entzug ist und was Pornografie alles mit ihnen macht, sondern wenn die sich auch austauschen würden, was sie für eine neue Sexualität entdecken, was sie für Erfahrungen machen, was sie ausprobiert haben, was da für ein toller Dialog zusammenkommen würde und für einen tollen Austausch von sexueller Vielfalt auch. Das fände ich manchmal ganz cool. Genau. Und an der Stelle bin ich am Ende mit meinen Worten. Ich danke euch mal so bis hierhin fürs Zuhören. Wir können uns jetzt noch gerne so eine halbe Stunde, 40 Minuten für Fragen nehmen, wenn ihr welche habt. Also das sind erstmal so genau Mechanismen, die erstmal aus diesem Suchtsystem, aus diesem vielgerannten Belohnungssystem kommen. Jetzt ist es so, dass Moment, ich muss mich kurz sortieren. Also du hast jetzt angesprochen, so einerseits Kritik an PartnerInnen. Das ist sowas, das würde ich jetzt einfach einsortieren in wirklich so dieses Porno-Thema. Also nicht bei dir, sondern jetzt im Rahmen meines Vortrags. Weil dieses Dopamin, was es macht, ist, dass es Dopamin ist, es freut sich sehr über Überraschungen. Dopamin ist so, wenn du irgendwo so einen kleinen Goldschatz findest, wo du nicht mit gerechnet hättest auch. Also Dopamin ist auch so im Spielcasino, bestes Beispiel. Und was da einfach passiert, ist, dass Erwartungen entstehen. Und auch unbewusst. Also auch wenn die nicht ausformuliert werden. Und es ist so, dass wenn diese Erwartungen übertroffen werden, dann gibt es Dopamin. Und wenn die untertroffen werden, dann bleibt das System eher kalt. Und das ist so das, wie ich mir dieses Thema mit der Kritik an PartnerInnen erkläre. Also da entstehen unbewusste Erwartungen, die vielleicht auch so nicht formuliert werden. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das zum Beispiel also ich weiß nicht, ob ich das zum Beispiel mit einer Spielsucht zusammenbringen würde. Ja, beantwortet es deine Frage so ein bisschen? Also ganz, ganz sicher sind all diese Symptome, können eben auch andere Ursachen haben. Also ganz, ganz sicher gibt es auch Konzentrationsschwierigkeiten, die nichts mit einer Sucht zu tun haben. So das zum einen und zum anderen, ja, also was ich manchmal verblüffend finde, ist festzustellen, was alles Suchtsysteme sind. Also dieses System, wo ich dieses System wiederentdecke. Also ich entdecke das bei Zucker wieder, ich entdecke das bei E-Mails checken wieder. All das sind so Suchtsysteme. Und das passiert auch manchmal so, dass wir das gar nicht so bemerken. Was jetzt dein Erleben ist und genau.
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, den ich angesprochen hatte, dass wir Pornografie auch als Ressource nutzen können. Das war jetzt nicht die Linie meines Vortrags. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Habe aber auch Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil es eben ein System ist, das von alleine unkontrolliert in diese intensiven Reize springt. Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass so diese Wahrnehmung, die sich sehr auf den Bildschirm heftet, dass die entweder sich halt sehr auf diesen Bildschirm heftet und dann das Außen so abgeschnitten ist, oder dass dann auch eher so dieses Lustempfinden nicht da ist. Also ich habe diese Erfahrung gemacht von, das ist eine sehr, sehr intensive Welt, die sehr viel beansprucht. Also, ich habe Lust, dich gleich noch zu fragen. Vielleicht hast du ja auch super Erfahrungen damit gemacht. Ich kenne so diese Erfahrung von im Orgasmic Yoga, dann ist es schwierig zu trennen. Also genau, es gibt so diesen einen Raum, der sehr, sehr viel Raum einnimmt. Und wenn wir so die Suchtforschung anschauen, dann ist es ja genau das, was passiert. Nämlich dieser Raum zieht uns in sich rein. Und es wird schwierig, da eine Kontrolle zu etablieren. Also wenn ich dann schon so ein bisschen in diesem Konsum bin, dann habe ich vielleicht zwei, dreimal Lust, das anders zu machen, aber früher oder später wäre so diese Theorie von Sucht, früher oder später verselbstständigt sich das wieder. Aber vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du auch damit für Erfahrungen gemacht hast in deiner Arbeit. Ja, das ist die Richtung, die ich eben bewusst ausgeklammert habe für den Vortrag, die ich erwähnt habe, dass es die gibt, dass Porno auch als Ressource genutzt werden kann. Ich habe die bewusst ausgeklammert und auch aus dem Grund, dass ich glaube, dass zum Beispiel der Ansatz, mit anderen Menschen zu masturbieren und es aus der Isolation rauszubringen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz, aber ich glaube, für viele Menschen ist der sehr unrealistisch. Also ich glaube, für viele Menschen ist es sehr unrealistisch, andere Menschen zu finden, mit denen sie Pornos teilen möchten, diese Möglichkeit im Leben zu haben. Doch, doch, ich hab das gut verstanden. Und ich finde, das sind eben auch alles tolle Ansätze. Also diese Fantasien, die wir, die Menschen über Pornografie ausleben, die machen ja was mit uns. Und die bedeuten uns was. Und da steckt einfach auch eine Art von Genuss drin. Und wenn es das Genießen von Verlangen ist, von Wollen, von Gier, das ist alles möglich. Und ich mag aber an der Stelle nochmal betonen, das ist die Richtung, die ich eben explizit ausgeklammert habe. Weil ich glaube, dass das für viele Menschen eher unrealistisch ist. Auch so aus dem Grund also ich glaube, das ist auch genau diese Differenzierung, die ich angesprochen habe, von was ist da für ein Leidensdruck? Also wenn Menschen Pornos schauen, und aber wenig Schwierigkeiten in ihrer Sexualität haben, dann klar können sie noch mehr Pornos schauen und das als Ressource nutzen oder können da noch mehr Genuss dran finden. Und wenn es aber so Sachen gibt wie
Erektionsschwierigkeiten oder auch Scham. Also wenn sich Menschen für das Fetischmaterial, das sie sich anschauen, schämen, dann werden sie das ungern mit ihrer Partnerin teilen wollen, Partnerin. Das ist einfach die Hürde zu groß. Und deswegen glaube ich, ist das für viele Menschen ein sehr, sehr relevanter Ansatz, zu sagen, ich gehe da mal auf Abstand. Und wenn wir so diese Punkte angucken, die ich da beschrieben habe, dann sind wir da ja nicht mehr in der Selbstbestimmung. Ja, danke, voll der gute Punkt. Ja, das hätte ich an einer Stelle auch nochmal rausstellen wollen, dass es beides Qualitäten sind und dass es nicht ein Schwarz-Weiß sein muss im Sinne von dann nur noch im Kopf bitte, nur noch im Körper. Also was ich mich einfach manchmal frage ist, so wenn wir dieser Suchtforschung folgen, dann ist es wirklich was, da kommen wir mit Ansätzen nicht raus. Also da kommen wir nicht damit raus, das umzupolen, das umzubewerten. Weil, also zum Beispiel dann mit diesen Fantasien zu arbeiten und. Ja, das kann total toll sein und gleichzeitig, wenn wir jetzt in dieser Theorie bleiben, gleichzeitig sind die auf einer gewissen Art und Weise eben erlernt. Die sind Porno gemacht. Fetische werden gemacht von der Pornoindustrie. Und es spricht was Persönliches an, aber damit zu arbeiten unbedingt, ja, ich weiß es nicht. Also wir können das tun. Also der Punkt, den ich gerade machen möchte, ist so dieses, ich sehe so dieses System. Und dieses System ist ein neurobiologisches System, was da einfach passiert. Das ist ein Algorithmus, der einfach rennt. Ja, inwiefern stecken wir da einfach drin, wenn wir eben Pornos schauen, also in einem großen Ausmaß. Es gibt auch so diesen, also was eben auch geschrieben wird, es ist auch nicht besser, also zumindest sagt Wilson, dass es ist auch nicht besser, nur ab und zu Pornos zu schauen. Weil das System dann einfach aufrechterhalten bleibt. So, dann gehen die Nervenbahnen nicht weg, weil die merken ja, dass sie noch benutzt sind, werden. Und der andere Punkt ist, dass Sucht ein System hat von Binging. Also wie sagt man auf Deutsch? Von mich übersättigen, so in so einen Rausch zu gehen und richtig arg zu konsumieren. Und es gibt es. Und es gibt es bei Pornosucht. Und das, was da passiert, ist einfach, dass wenn Menschen in den Entzug gehen und länger kein Porno schauen, dann aktiviert sich das Stresssystem, weil das Stresssystem nicht mehr versteht, dass diese Belohnung, an die es gewöhnt ist, nicht mehr befriedigt wird. Und wenn Menschen dann sich nochmal erlauben, doch wieder ein Porno zu schauen, dann ist das meistens sehr, sehr, sehr intensiv. Also dann wird meistens sehr intensiv Pornos geschaut. Weil dann das Gehirn denkt, geil, jetzt ist meine Gelegenheit, um all das wieder aufzufüllen. Vielleicht habe ich die Gelegenheit morgen nicht mehr. Finde ich eine total spannende Frage. Frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Also ich finde, da ist ein deutlicher Unterschied spürbar, wenn zum Beispiel feministische Pornografie, da ist ein deutlicher Unterschied spürbar, wie die aufgemacht ist. Und das könnte ein unterschiedliches Erleben sein. Und feministische Pornografie wird üblicherweise auch nicht in rauen Mengen konsumiert, weil die oft was kostet, glücklicherweise. Diese Streaming-Plattformen sind ja komplett kostenlos. Also nicht komplett, es gibt Bezahlbereiche, aber
Und ich kann mir das vorstellen, dass das anders wirkt. Ich glaube auch da, also es gibt so dieses, die Gehirnchemie, die normalisiert sich wieder. Aber es gibt auch dieses, der Trigger, der bleibt das ganze Leben bestehen. Also wie Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit hatten, da kann jederzeit ein Rückfall passieren, weil es ansprechbar bleibt. Und so glaube ich, dass das so in so anderen in Pornos, die anders aufgebaut sind, dass das funktionieren kann. Und dass aber da auch jedes, dass da auch einfach wieder Assoziationen sind. Also dass dann auch wieder die Suchtbrille aufgesetzt wird. Das kann auch wieder antriggern. Also so ein Entzug muss ja auch nicht eine Lebensentscheidung sein. Also das kann ja auch ein Experiment sein, wo mal geguckt werden kann, was passiert. Und wo dann vielleicht vom anderen Extrem sich halt nochmal angenähert werden kann. Auch.